Die Buhus tun immer so, als hätten sie Angst. Doch dabei sind die Geister echt fies. Oh ja, schnell weg hier. Oh nein, 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 nein. Fantastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario vs. Donkey Kong hier auf Katze. Donkey Kong flieht erstmal mit dem Sack voller Geschenke und befindet sich nun hier in der Gruselvilla. Und wir haben viele neue Rätsel, die wir nun lösen dürfen. Unter anderem dieses hier mit den Thwomps, die sich lustigerweise noch drehen. Aber nur der Innenteil des Thwomps. Die stacheln nicht. Okay, was ist hier zu tun? Okay, okay, ich verstehe schon. Dann hole ich erstmal das rote Geschenk, blockiere diesen Steinblock. Und dann muss ich nochmal zurück, um den Schlüssel dann zu holen. So. Vielleicht hätte ich zuerst den Schlüssel holen können, um ein bisschen Zeit zu sparen, aber für mich passt das so. Dann auf Gelb. Und zurück zum Schlüssel. So, den hätten wir dann mal. Aktivieren. Wieder gelb. Hier durch. Mit dem Trampolin nach oben. Und die Tür öffnen. Sehr gut. Tada. Einmal durch. Okay, was ist hier zu tun? Eieieiei. Vorsicht. Die Thwomps sind hier überall. Und oben ist noch ein kleiner Thwomp. Den kennen wir auch vielleicht nicht alle, aber den kennen wir hauptsächlich aus Super Mario World. Aus den Schlössern. So, jetzt nochmal zurück, um das Geschenk zu holen. Damit haben wir alle. Und jetzt müssen wir nur noch das Ziel erreichen. Achtung, nichts überstürzen und volle Kraft voraus. Der kommt jetzt auch runtergepurzelt und hier ist es wichtig, exakt rüber zu springen. So, jetzt fahr mal runter, mein Freund. Und ich gehe rüber. Okay, alles sicher. Das war die erste Aufgabe hier in der Gruselvilla. Damit haben wir den ersten unserer Mini-Marios gerettet. Ja, Mario, danke schön, danke schön. Ja, gerne. Wir flitzen aber direkt weiter. Welt 4, Level 2 wartet auf uns. Dann mal los. Nee, Welt 5, oder? Stimmt, wir sind doch in Welt 5. Here we go. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wir haben ja nur diesen Bildschirm. Es geht ja nicht weiter nach rechts. Nach links auch nicht. So, damit hätte ich schon mal das Geschenk. Und dann müssen wir nur noch hier rüber. Ach so, ja, okay. Ich drücke einfach zweimal den Schalter. Erst rot, dann blau. Dann kletter ich kurz rüber. Das müsste auch zeitlich reichen, genau. Und schon haben wir diesen Abschnitt gemeistert. Also rein mit uns. Wo kommen wir jetzt bitte raus? Juhu, yahi. Nein, nein, nein. Ihr mit euren komischen Silberschildern. Was macht ihr denn? Könnt ihr mich zerquetschen? Wie komme ich denn da jetzt durch? Toll. Ich muss mich wahrscheinlich ducken, oder? Und sie drücken mich mit dem Schild rein. Also das ist so das Einzige, was mir jetzt spontan kommt. Ja, natürlich. Okay. Eindeutige Geschichte. Deswegen haben sie auch keine Schwerter, sondern, ja, Schilder. Und, Mario, warum hältst du dich nicht fest? Das ging nur über diesen normalen Sprung. Komisch. Okay. Den ignorieren wir. Und jetzt drück uns mal nach vorne. So, und auf die andere Seite. Uns fehlt aber noch ein Geschenk. Okay, schon gefunden. Und mit dem Hammer machen wir die kleinen Teelichter. Okay, Teelichter waren es nicht. Die Kerzen kaputt. Die Teelichter, alles klar. Nein, das waren natürlich Kerzen. Kleine Lichtleiden. Kleine, wie heißt das Pokémon nochmal? Lichtli? Lichtleiden? Egal. So, Level 3. Da gibt es Shy Guy Blöcke oder wie oder was. So, here we go. Okay, oh, stopp! Nicht so schnell. Okay, ha, überholt. Dann komme ich so... Ah, nicht so schnell. Ich komme so unter anderem zum roten Geschenk. Und da muss ich oben den Schalter nochmal drücken, wenn ich das richtig verstehe, um an den Schlüssel zu kommen. Weil der ist jetzt direkt da an den Blöcken, sodass Mario da nicht durchlaufen kann. Und von unten kann ich Schlüssel sowieso nicht nehmen. Okay. Dann wollen wir darüber.
Und zack. Oh, schöne Musik übrigens, hier in der Gruselvilla. Oder ist die überall gleich? Ich habe jetzt in dem Spiel nicht ganz so sehr auf die Musik geachtet. So, nach oben. Hoch. Oh nein, oh, das gibt's doch nicht. Da ist jetzt der Wurm drin. Das mag nicht ganz so gelingen und klappen, wie ich mir das wünsche. Jetzt aber. Jetzt bin ich oben. Eine extra Runde, um zu der Plattform zu kommen. Hier aktivieren wir gelb und oben ist das zweite Geschenk. Ach so, oh, ärgerlich. Muss ich doch zur Treppe? Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall viel Geduld mitbringen. Das ist ein Hin und Her zwischen all diesen Plattformen. Und rüber mit uns. So. Einmal auf die andere Seite gefahren, Geschenke eingesammelt. Und jetzt müssen wir nur noch da nach oben. Das müsste doch mit einem Handstandsprung funktionieren. Sehr gut. Aufgeschlossen und rein mit mir. Wunderbar. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt kommen die Shy Guys. Okay, was machen diese Blöcke? Ah! Wenn man den Schalter aktiviert, werden die Shy Guys zu Blöcken, auf denen ich dann springen kann. Oder stehen kann, unter anderem. So, dann nimm mal Schwung, Mario, für jeden einzelnen Sprung. Da ist noch ein blaues Geschenk. Und auf die andere Seite. So. Rot. Blau. Ja, das müsste klappen von der Entfernung. Bleiben die für immer so? Ich glaube schon, oder? Wie komme ich da jetzt? Oh ja, das hat geklappt. Und rot. Am besten in der Mitte. Dann komme ich ganz elegant darüber. Super. Das hat im zweiten Abschnitt besser funktioniert als im ersten. Da bin ich ja ständig auf- und abgefahren. Eieiei, Mario. Also, das kann ja noch was werden. So, jetzt kommen die richtigen Buhus in Level 4. Aufziehbare Buhus. Ich bin gespannt. Da oben wartet schon mal einer. Hier gibt es ein Geschenk. Wir kennen ja die Buhus, wir wissen, was zu tun ist. Damit sie sich nicht bewegen und zu uns kommen, müssen wir sie anschauen. Oder in ihre Blickrichtung laufen. So, jetzt muss ich den ein bisschen weglocken, damit er mich hier durchlässt. Ah, ich muss über ihn springen, oder? Moment, müsste klappen. Ja, zum Glück. So. Und Moment, Moment, ich drehe mich gleich um. Ja, komm mal hier runter. So, Hauptsache du störst jetzt nicht, mein Guter. Rüber, 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 hoch und weg hier. Schnell weg da. Und den Schlüssel. Oh nein. Oh. Ich dachte, das haut ein bisschen besser hin. So, na gut, noch einmal. Wir fahren schön mit dem Aufzug hoch, aktivieren den Schalter und kommen so zur Tür. Super. Gut Ding will Weile haben, sagen wir doch mal so. Ui. Okay, lass mal überlegen. Da oben ist ein Pilz. Und wahrscheinlich muss ich sowieso hier erst einmal hoch. Nicht zuletzt um den blauen Schalter. Klappt nicht so. Vielleicht gehe ich doch mal so hoch. Ach so, ich kann hier hoch, oder? Nein, schon wieder wurde ich zerquetscht und dieser Buhu lacht mich aus. Ja, zu Recht muss man sagen, oder? Nee, ich kann so nicht hoch. Selbst mit dem Supersprung. Okay, ich muss einfach da... Ey, stopp! Beweg dich nicht. Ich muss jetzt hier rüber und... Upsala! Eieiei. Hier geht die Post ab. Okay. Und dann kann mich dieser Schild-Heini nach rechts durchdrücken. Das müsste doch funktionieren. So, hey, komm mal hier rüber. Und dann drück mich mal auf die andere Seite. Sehr schön. Geschafft. Nicht gleich beim ersten Mal, aber ja, man muss ja auch ein bisschen was erkunden. Nicht alles klappt sofort. Nur nicht aufgeben, das ist wichtig. Wenn man mal Fehler macht oder etwas nicht geklappt hat, ist überhaupt nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Da muss man nicht traurig sein. Traurig sein sollte man eher, wenn man sofort aufgibt. Und da sollte man traurig über sich selbst sein. Und da wir in der Katzen-Community niemals aufgeben, egal worum es geht. Ja? In der Schule oder im Studium, auf der Arbeit. Da wir niemals aufgeben, können wir alles schaffen. Alles mit der Zeit. Ich habe den Schlüssel.
der wird jetzt hier über das Laufband transportiert, über das Förderband. Und den Schlüssel benötigen wir jetzt hier, um... Ach so, Moment. Ja, ich laufe einen kleinen Extra-Weg. Ich nehme es nochmal hier durch. Und nicht zuletzt auch deswegen, damit ich unten die blauen Blöcke entferne. Also, nochmal über das Förderband. Kurz warten, Schlüssel mitnehmen und die Tür aufschließen. Alles doch kein Problem für uns. Jetzt sind wir im nächsten Abschnitt. Und hier, oh, was ist hier zu tun? Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Warum ist da ein gelber Shy Guy? Was hat er hier zu suchen? Mit dem müsste ich bestimmt hier nach oben, aber da ich den Salto hier besitze, also diese Sprungkraft, ist das gar nicht vonnöten. Ah, okay. Hier muss ich eher drauf achten, wo sich die oberen Shy Guys befinden. Die müssten so stehen, dass ich die Geschenke holen kann. Und das müsste von dieser Position aus funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir können schon mal ein Häkchen dran machen. Das Level haben wir ebenfalls gemeistert. Geschafft. Und wieder ein Mini-Mario mehr. Also jetzt gegen Ende der Gruselvilla läuft das doch ein bisschen besser als zu Beginn. Findet ihr nicht auch? Aber warten wir es erstmal ab. Denn das letzte Level steht uns noch bevor. Thwomps scheinen hier die Gegner der Wahl zu sein. Okay, ich verstecke mich wieder. Ja, mach das, Donkey Kong. Ich will erstmal hier nach oben. Und, oh nein, wie mache ich das? Wo muss ich hin? Ich muss da nach links, oder? Komm ich da rüber? Da oben kommt auch nichts. Mario macht einfach einen Handstand auf dieser Plattform. So, gerade noch so auf die andere Seite gekommen. So, ich glaube, das ist der einzige Weg, den ich nehmen kann. Dann geht's hier nach oben. Oh, durch den Donut-Block. Hä? Ach so. Okay, ich muss auf die andere Seite, was jetzt möglich ist, um dann den gelben Schalter zu aktivieren, oder? Ja, ich muss zum gelben Schalter, weil ich dann nur so zum Schlüssel komme. Okay, kein Problem. Das machen wir. Einmal darüber. Runter, gelb aktiviert. Wir fallen hier durch den Donut-Block, landen auf der Plattform. Und dann geht es mit diesem Aufzug wieder nach oben für uns. Subi. Festhalten und oh, ich dachte schon, ich falle da durch. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber wenn man sich das sparen kann, umso besser. Und jetzt wird nur noch die Tür aufgeschlossen. Sehr gut. Nächster Bereich. Was ist hier zu tun? Erstmal brauchen wir den lieben Schild-Heini, denn der muss uns wahrscheinlich nach links drücken. Okay. So, dann komm mal runter. So schnell es geht. Dann müssen wir noch blau aktivieren für die Leiter. Und jetzt musst du hier mal rüberkommen. Edge, Badge. Und jetzt hier, ich bin hier drüben. Edgy Badge. Na komm, drück mich einmal durch. Und jetzt fungier bitte als Plattform, mein Guter. So, hat funktioniert. Okay, Moment. Ach so, gelb ist was anderes. Ich muss... Wofür ist der gelbe Schalter da? Wir haben doch rote Shy Guys hier. So, beim Geschenk, das ist wichtig. Und zwar so. Ja, sieht ganz gut aus. Der kann uns durchdrücken, bis wir sogar fallen. Muss er sogar. Dann geht's hier weiter. Hier muss ich auch noch kurz runter zum blauen Geschenk. Und das läuft hier wie am Schnürchen, würde ich sagen. Uah, gerade noch so an der Kante stehen geblieben. Und jetzt müssen wir nur noch ins Ziel. Das war ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Und hatte nicht wirklich ein Thwomp-Thema, oder? Klar, am Anfang die zwei kleinen. Aber ansonsten kamen die gar nicht mehr vor. Egal, perfekt gemeistert. Jetzt müsste noch das Bonus-Level auftauchen. Und ich sehe schon, in Level 5 fehlt der Stern. Denn da taucht jetzt die Bonus-Welt auf. Das ist wieder eine Traumwelt mit mindestens 8 Leben. Ne, mit 7 in dem Fall. Zwei Pilze, die so offen dastehen und zu erreichen sind. Und 5, die sich in der Kiste befinden. So, diesmal alle eingesammelt. Achtung, 20 Sekunden noch. Schnell sein ist wichtig. Oh, da oben! Okay, ich nehme alles zurück. Es sind doch 8. Wie in jedem anderen Level auch. Und
5 weitere. Sehr schön, nehmen wir alles mit. Und dann würde ich sagen, auf geht's in die Gruselvilla, wo wir mit kleinen Mini-Marios spielen und uns diese Mini-Marios helfen müssen, die Buchstaben zu finden. T, O und Y. Das steht für Toy. Und Toy, ihr wisst das bestimmt, steht für Spielzeug. Toy ist das englische Wort für Spielzeug. Gut. Dann ist er oben blockiert. Ihr könnt euch das T holen. Gelb, um da vorne durchzulaufen. Jetzt müssen wir schnell sein, Freunde. Puh. Y. Müssen die nach Reihenfolge geholt werden? Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich glaube nicht, oder? Also ich hoffe nicht. Ach so, ihr kommt hoch. Ach so. Okay, ja, dann holen wir das O sowieso. Moment. Können wir uns... Ja, ja, das ist gut. Man könnte sich doch so aufteilen, oder? Nein, aber nicht alle sollen hoch. Ja, ja, Y. Genau, perfekt. Dann komm mal hoch. So. Und jetzt muss... Ach so. Ja, irgendeiner von euch muss noch das O holen, Freunde. Könnt ihr mal bitte... Ja, so. Ach so, nein, Quatsch. Das O... Oh, ich brauche doch den blauen Schalter. Ah, und ihr könnt rüberspringen. Okay, blau aktivieren. Dann geht ihr mal das O holen. Dann gehen wir kurz zurück. Ihr springt nochmal hoch. Ich aktiviere den roten Schalter und dann erreichen wir das Ziel. Das ist doch alles ein Klacks für uns. Hui. So, perfekt. Wir haben es geschafft. Alle Mini-Marios sind auf der anderen Seite gelandet. Okay. Und jetzt gibt's aber Ärger. Oh Manu, selbst in der Gruselvilla überlistest du mich. Na warte. Okay, Shy Guys. Euch brauche ich jetzt. Euch muss ich hier werfen. Ah, schaut mal. Und wenn er den Schalter drückt, werden die anderen zu normalen Shy Guys, also die Geister zu normalen Shy Guys und alle anderen eben zu Geistern. So. Solange ich weiß, wo die Shy Guys stehen, kann mir eigentlich nichts passieren. Und zack. Sehr gut. Das war nicht schwer. Wir haben es geschafft. Tschüss, Donkey Kong. Mach's gut. Na warte, noch hast du nicht gewonnen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Alle Minis eingesammelt. Und welche Welt kommt jetzt? Wir haben jetzt die Gruselvilla gemeistert. Jetzt müsste irgendwas... Oh, Glitch-Gletscher. Eine Eiswelt. Boah, da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Da fällt mir ein, kennt ihr eigentlich die Weihnachtsgeschichte von Mario und Luigi? Tippt mal auf dieses Video, da könnt ihr euch genau dieses Video mal ansehen. Bleibt katztastisch!